Wie Außenpolitik Hand in Hand geht, zeigen wir mit Frankreich dabei schon heute. Das gilt insbesondere für die Evakuierung unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer europäischen Bürgerinnen und Bürger aus dem Sudan. Dafür nochmal herzlichen Dank. Genauso wie beim Umgang mit China. Du hast es angesprochen, du empfängst den chinesischen Außenminister heute in Paris. Ich sprach gestern mit ihm in Berlin. Und hier wie dort hört er die gleiche Botschaft, die gleiche europäische Botschaft. Wir wollen kein Decoupling von China, aber ein De-Risking im Umgang mit China. Man hat als Mitglied des Sicherheitsrates eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und das ist der eindringliche Appell von uns Europäern, aber eigentlich von allen Staaten auf dieser Welt, dass insbesondere die Staaten mit besonderer Verantwortung als Sicherheitsratsmitglieder alles dafür tun, den Weltfrieden wiederherzustellen. Und wir sehen ja weltweit, auch das ist unsere klare Botschaft an China, dass dieser russische Angriffskrieg eben nicht nur ein Angriff auf die Ukraine und die europäische Friedensordnung ist, sondern katastrophale Folgen für die gesamte Welt hat.